Hallöchen und willkommen zur 72. Folge von 7 Days to Die. Ja. Mensch, du. Wir haben es ja schon fast geschafft. Wir sind ja schon fast am Ende angelangt. Es sind tatsächlich nur noch ein paar Folgen übrig, bis wir dann die erste Staffel offiziell beenden können. Und für die letzte Folge habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Da werde ich dann nämlich eine Show machen. Glaube ich. Heißt noch zwei Folgen. Das ist das Real-Game hier. Wo wir uns dann für die zweite Staffel hoch. Diesen Nachbarn. Wo wir uns dann für die zweite Staffel vorbereiten werden. Womit wir ja schon die letzte Folge angefangen haben. Und ja. Halt versuchen zu überleben. So gut es geht. Ich muss jetzt meinen Stein hier. Husch weg. Mach den Busch weg. Mach den Busch weg. Ein bisschen Holz weg. Aber das sieht ja schon mal gut aus. Schneebeere. Mit Geländer könnten wir machen. Wir können natürlich auch schon mit dem Holz anfangen. Oder wir machen erstmal die Ecken. Ich glaube, die Ecken wären ganz praktisch. Wir machen schon mal zwei Ecken. Dann hat sich das Thema auch schon. Puh. Nächste Runde. So wird das was. Und wie gesagt, der Felsen muss unbedingt weg. Zumindest können wir so rüber. Weil ich glaube, die werden schwer haben. Aber so wie ich die Zombies hier einschätze, die kriegen das hin. Das sind echt taffe Burschen. Die sind wahnsinnig gemein. Diese dreckigen Bastarde. Ich würde sagen, machen wir jetzt hier noch ein bisschen Vorbereitung und dann so 14, 15 Uhr brechen wir dann auch auf. Aber wir müssen heute tatsächlich ein bisschen früher aufbrechen, weil wie gesagt, die Zeit geht jetzt schneller. Vielleicht hätten wir den Weg irgendwann mal ablaufen sollen, aber konnten wir ja schlecht. Wir können natürlich auch in die Stadt rennen und versuchen aufs Dach, aber da werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Davon gehe ich aus. Und ein bisschen Dosenfutter sollte ich nicht mitnehmen. Mal probieren. Dankeschön.
Am liebsten würde ich jetzt hier auch die Vorräte einsammeln gehen, aber das Problem ist, die sind immer so weit weg. Ich habe Angst vor der Hinterlaufen. Ich erinnere mich nur allzu gut an die Bären. Bei unserer zweiten... In unserer ersten oder zweiten Welt? In der ersten Welt war das. Sind wir irgendwie am Wasser gestorben und wollten wir dort wieder hin und sind unterwegs dem Bären begegnet, in ein Loch gefallen und der hat uns an den Loch getötet. Irgendwie sowas war da. Da siehst du, Bären gibt's ja auch noch. Da gibt's auch noch Zombie-Bären. Da sind wir ganz besonders doll drauf, wenn die dann vor unserer Haustür stehen. Wir sind verdammt stark. Ah, vielleicht kriegen wir einen in der Show zu sehen. Ich auch nicht mehr, aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Vielleicht. Und wenn wir Glück haben, dann sehen wir tatsächlich einen. Das ist natürlich als noch ein Stück tief und ich verlasse mich darauf, dass ihr euch nicht beschweren werdet, von wegen, oh, du hast doch gesagt, da wird und da ist und nein, habe ich nicht. Sag ich jetzt schon, nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, es könnte durchaus möglich sein, dass uns so etwas begegnet. Heißt aber nicht, dass es uns begegnen wird. Also begegnen wird es das auf jeden Fall irgendwann. Irgendwann stark betont. Aber es muss ja nicht sofort passieren. Eigentlich würde das schon ausreichen, um die Spinnzombies abzuwehren. Aber ich würde doch ganz gerne na toll, aber ein bisschen zu schnell. Da oben noch diese komischen Holzspitzen draufsetzen. Den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Ich meine, ich hätte gar nichts gehört. Oder waren wir das von einem Busch? Ah, Tatsache. Wir sind durch den Busch gelaufen. Erschrecke mich schon selber. Okay, es ist 8 Uhr. Jetzt sind die Zombies wieder friedlich. Ja, so friedlich, wie es eben geht. Wir können die nachher auch gerne runterziehen, die Balken. Aber fürs Erste würde ich die so hängen lassen. Wobei, wenn wir die runterziehen, dann ist halt die Sache mit den
Spinnenzombies wieder da. Ah, sieh mal an, unsere Bäume sind gewachsen. Und die Folge ist auch schon wieder fast rum. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur Vorbereitung für die zweite Staffel. So wie wir das schon bei Minecraft kennen. Ich hab da irgend so ein Haar. Mann. Ich sollte vielleicht mal Alpizin benutzen. Weil ich nicht glaube, dass das Zeug tatsächlich irgendwie was bringt. Das ist ja fast so, als würdest du einen Pott Kaffee in die Haare kippen. Und da bezweifle ich auch, dass das was bringt. Zack, zack, zack. So, dann können wir den abbrechen. Den können wir verwerten. Und dann wollte ich nämlich die, nicht die, nicht die. Die wollte ich ganz gerne machen wollen, würden. Na komm, na komm, na komm. Zack. Ah, nicht ein. Wenn dann alle. So. Dann müssen wir unbedingt die Felsen irgendwann abholen. Und das hier sofort sein. Aber wie gesagt, die Folge ist gleich rum und wir wollten in der nächsten Folge los. Einfach optisch ist es, man macht das einen ganz anderen Eindruck und so wird da denken sich zum Beispiel, oh ja, komm, hier Silbertablett, Frischfleisch, ja, okay, das machen wir. Hier denken sich zum Beispiel, ja, sollten wir vielleicht, ne? Nein, Spaß, zum Beispiel denken nicht, glaube ich zumindest. Bei dem Spiel kann man sich hier nicht sicher sein, was den Punkt anbelangt. Aber jetzt soll ich zumindest mal versuchen, darauf zu springen. Da wird das Lachen vergehen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Aber guck mal, ist doch alles gut gewachsen bisher. Das freut mich. Finde ich schön. Und die sind ja auch nur für den Fall, dass es tatsächlich ein Zombie schaffen sollte, hier hoch zu klettern. Ich will ja nichts heraufbeschwören. So, die Reihe haben wir komplett geschafft. Mit 64 Stück.
Läuft. Jetzt sehe ich die Zeit nicht. Wie weit sind wir schon? 15 Minuten. Ja. Komm, hier unten die Bäume klatschen wir noch eben schnell weg und dann beenden wir die Folge. Und wenn wir die Folge beendet haben, dann ziehen wir los, um uns einen sicheren Hafen zu suchen. Da fällt mir ein, die Schmiede läuft auch noch. Verdammt. Ja, alles schaffen wir nicht mehr als Vorbereitung. Dafür ist die Zeit tatsächlich zu knapp geworden. Ja, jetzt müssen wir das Ding auch noch kaputt machen. Weg damit. Geh weg. Wir haben den Toten hier. So. Alles, was tot ist, nochmal umbringen. Weil es ist ja schon tot, warum sollte ich es denn umbringen? Ich muss es dann nochmal umbringen. So. Den noch eben schnell gefällt, den noch schnell gefällt. Busch hier weg, Busch hier weg. Der Busch muss auch weg. Hätten wir nicht erst die ganzen toten Bäume hier rausgejätet? Das weg. Und die noch schnell weg. So fühle ich mich auf jeden Fall schon mal sicherer. Als vorher. Was hat die Schmiede? Jo, wir haben noch 4 Holz in der Schmiede. Super. Die packen wir da rein. Das packen wir da rein. Ist ja alles zum Einschmelzen. Das ist zum Einpflanzen. Zum Einpflanzen bringen wir da hin. Na, komm wieder ran. So. Tack, tack, tack. Die Bären waren da drüben. Tack. So. Da rein, Metallpulver da rein, Baumwolle rein. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Müssen wir sonst noch was mitnehmen? Ja, eigentlich nicht, oder? Nehmen wir uns mit. Machen wir daraus eben eine Knochenklinge.